Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD-Spitze zeigt sich offen für eine Koalition mit der Linkspartei. Die Vorsitzende Esken nannte ein solches Bündnis im Bericht aus Berlin möglich und denkbar. Mit Blick auf die Rolle der SPD in der Großen Koalition sagte sie, ihre Partei wolle mehr. Sie wolle auch ein klares Bild einer gerechteren Zukunft aufzeichnen. Ähnlich äußerte sich Co-Parteichef Walter Borjans gegenüber der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte die Vorsitzende der Linkspartei Kipping erklärt, dass ihre Partei nach der kommenden Bundestagswahl eine Regierungsbeteiligung anstrebe. Die Bundestagswahl ist noch fern, doch im ARD-Sommerinterview macht die SPD-Co-Chefin schon mal Koalitionsoptionen klar. Die SPD wolle Hartz IV abschaffen, sagt Esken, das sei mit der Großen Koalition undenkbar, mit den Linken aber möglich. Und für solche Bündnisse habe die Partei den Weg längst frei gemacht. An diesen Beschluss halten wir uns und deswegen ist ein Bündnis mit den Linken auch auf Bundesebene nach unserer Auffassung möglich und denkbar. Die SPD-Parteispitze unterbreitet das Koalitionsangebot gemeinsam, auch mit dem potenziellen Kanzlerkandidaten Scholz und Fraktionschef Mützenich sei es abgestimmt. Die Linken wiederum hatten jüngst selbst erklärt, dass sie Lust hätten auf Regierung. Wir brauchen einen grundsätzlichen Richtungswechsel der Politik und darum geht es, diesen vorzubereiten. Und da wird es letzten Endes darauf ankommen, ob wir uns auf ein linkes Gesellschaftsprojekt einigen können. Rot-Rot wird aber nicht reichen. Ohne die Grünen dürfte es kaum gehen. Nach Stand der Umfragen wären die Grünen sogar stärkster Partner in solch einer Bundesregierung. Und sie finden, für Koalitionsaussagen ist es viel zu früh. Koalitionsfragen stehen am Ende eines Wahlkampfes. Jetzt, am Anfang, der Wahlkampf hat noch nicht begonnen. Jetzt geht es doch darum, wer hat die besten Ideen, wer hat die besten Konzepte für unser Land. Und das sollte am Anfang stehen und nicht langweilige Farbdebatten. Die so langweilig nicht sind. Denn die SPD müsste womöglich unter einem grünen Kanzler, einer grünen Kanzlerin mitregieren. Da geht es nicht um Eitelkeiten, sondern es geht tatsächlich darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen. Und da ist die SPD auch bereit dazu, in so eine Verantwortung zu gehen. Die SPD-Chefin solle doch lieber über Erfolge der GroKo sprechen, kommentiert der aktuelle Koalitionspartner Eskens Vorstoß. Stattdessen sei sie auf einen strammen Linkskurs eingebogen, heißt es aus der CSU. Bei einer Geberkonferenz für den Libanon haben Staaten und Organisationen Millionenhilfen zugesagt. Nach Angaben der französischen Regierung sind mehr als 250 Millionen Euro zusammengekommen. Damit soll der Wiederaufbau nach der verheerenden Explosion vor 5 Tagen gestemmt werden. In der Abschlusserklärung knüpfen die Geldgeber längerfristige Hilfe daran, dass die libanesische Staatsspitze sich für die vom Volk erwarteten Reformen einsetzt. Auch heute gab es Proteste und wie gestern erneut Zusammenstöße. Tränen, Gasgeschosse auf dem Platz der Märtyrer im Zentrum Beiruts. Am Mittag werden die Überreste der Ausschreitungen der vergangenen Nacht beseitigt. Das libanesische Militär sichert die Straßen rund um das Parlament ab. Die Ankündigung des Ministerpräsidenten, Neuwahlen vorzuschlagen, ist vielen in Beirut zu wenig. Sie haben Tränengas gegen uns eingesetzt. Ich habe kein Vertrauen mehr in sie. Wenn neue Wahlen die aktuelle politische Szene ändern, dann wäre das ein guter Anfang. Nicht genug, aber ein Anfang. Nach den Protesten hat die libanesische Informationsministerin Abdel Samad bereits Konsequenzen gezogen. Sie tritt ab. Reformen hatte nach der Explosionskatastrophe im Hafen auch Frankreichs Präsident Macron gefordert. Auf einer virtuellen Geberkonferenz sammelt er Finanzhilfen. Es gehe um die Zukunft des Libanon. Das Ziel heute ist, schnell und effizient die Hilfe auf dem Boden zu koordinieren, damit es so schnell wie möglich bei der libanesischen Bevölkerung ankommt. Vor Ort ist eine deutsche Rettungsmannschaft des Technischen Hilfswerks. Sie konnte unter den Trümmern keine weiteren Überlebenden finden. Nun unterstützen die Helfer die lokale Baubehörde, prüfen, ob Gebäude einsturzgefährdet sind. Detailliert wird man hinterher auch mit örtlichen Kräften noch sicherlich Monate brauchen, um allein die Schadensanalyse durchführen zu können. Der Libanon steht zwischen Wiederaufbau und politischer Ungewissheit. Am Abend kommt es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Ein großer Teil der Bevölkerung hat genug von der politischen Elite. Trotz eines ersten Entgegenkommens der Regierung, die Wut treibt viele Menschen erneut auf die Straßen.
Sie können für die Opfer der Explosionskatastrophe spenden. Beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Libanon. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Im autoritär regierten Belarus ist heute der künftige Präsident gewählt worden. Zur Wahl stand unter anderem Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Er ist seit 26 Jahren im Amt und sieht sich Vorwürfen der Wahlfälschung ausgesetzt. Gegen ihn trat neben drei weiteren Kandidaten Svetlana Tichanowskaja an. Sie ist die bekannteste Oppositionskandidatin und hatte zuletzt tausende Menschen zu Kundgebungen mobilisiert. Als eines ihrer Ziele nannte sie eine faire neue Wahl. Nach den jüngsten Prognosen dürfte Lukaschenko aber im Amt bestätigt sein. Feierlich geht es zu bei der Stimmabgabe von Belarus' Präsidenten. Seine sechste Amtszeit hat Lukaschenko nach ersten Zahlen sicher. Doch die Opposition hat ihn so stark unter Druck gesetzt wie lange nicht. Er warnt. Wenn sie sich gegen das Land richten oder nur im geringsten versuchen, das Land zu destabilisieren, werden sie eine sofortige Antwort von mir bekommen. Den Druck hat Lukaschenko schon erhöht. Hunderte Menschen wurden in den vergangenen Tagen auf offener Straße festgenommen, auch ausländische Journalisten. Zahlreiche Korrespondenten konnten nicht zur Wahl ins Land. Genauso wenig gibt es ausländische Wahlbeobachter. Es gibt bei uns immer nur Versprechungen, die von Jahr zu Jahr nicht erfüllt werden. Es ist Zeit, etwas zu ändern. Von vornherein wohl keine Chance hatte Svetlana Tichanowskaja, angetreten, nachdem ihr Mann nicht zur Wahl zugelassen wurde. Die Außenseiterin forderte ehrliche Neuwahlen und die Freilassung politischer Gefangener. Die Menschen verstehen, dass es ein Weiter-so nicht geben kann. In ihrem Verständnis gehen die bestehenden Machthaber ihrem Ende zu. Bereits seit Dienstag durfte vorab gewählt werden. Beobachter befürchten umfangreiche Fälschungen. Dieser belarussische Wahlbeobachter wurde vom Vorsitzenden eines Wahllokals unter Druck gesetzt. Etwa 20 Mal ist er während der Vorwahlen auf mich zugekommen und hat versucht, mich zu verjagen. Vor den Wahllokalen gab es lange Schlangen. Die Opposition hatte dazu aufgerufen, möglichst spät wählen zu gehen und die Auszählung der Stimmen zu überwachen. In der Innenstadt von Minsk ist Militär, um Proteste zu unterbinden. In Afghanistan ist der Weg frei für Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den radikal-islamischen Taliban. Die Loya Jirga stimmte der Freilassung von 400 als extrem gefährlich geltenden Gefangenen zu. Damit akzeptierte die aus mehr als 3000 politischen und religiösen Vertretern der Gesellschaft zusammengesetzte Versammlung eine Absprache, auf die sich zuvor die Taliban mit den USA verständigt hatten. Ziel der Verhandlungen ist es, den seit fast 20 Jahren andauernden Krieg im Land zu beenden. Es gab Widerstand in der großen Ratsversammlung gegen die Freilassung der gefangenen Taliban. Viele Delegierte haben bei Anschlägen oder in Kämpfen Angehörige verloren. Dass die afghanische Regierung jetzt die dafür Verantwortlichen freilassen soll, ist für sie eine bittere Entscheidung. Die 400 Gefangenen gelten als der harte Kern der Taliban. Doch am Ende siegt der Wunsch nach Frieden. Die Entscheidung dieser historischen Ältestenversammlung hat die letzte Hürde für Friedensverhandlungen beseitigt. So Gott will, stehen wir jetzt kurz vor dem Beginn dieser Gespräche. Eines der Ziele dieser Verhandlungen ist ein Waffenstillstand. Erst heute gab es wieder einen Anschlag im Zentrum Afghanistans mit Toten und Verletzten. Bis zu 70% des Landes sind umkämpft oder in der Hand der Taliban. Die Islamisten erklärten sich heute bereit, eine Woche nach Freilassung ihrer Gefangenen mit den Friedensverhandlungen zu beginnen. Bereits im Februar hatten sie sich gegenüber den USA zu einer Reduzierung der Gewalt verpflichtet. Beobachter gehen aber davon aus, dass die jetzt anstehenden Verhandlungen zwischen Taliban und Regierung über die Zukunft des Landes äußerst schwierig werden. Das sind schon völlig unterschiedliche politische Vorstellungen, was Partizipation angeht, was liberale Freiheitsrechte angeht, was Meinungsfreiheit, Medienpluralismus, all dies angeht. Also da wird noch ein großer Verhandlungsmarathon auf alle Seiten zukommen.
Auch auf der großen Ratsversammlung rechnet kaum einer mit einem schnellen Ergebnis. Doch immerhin, ein Anfang ist gemacht für Friedensverhandlungen nach fast 20 Jahren Krieg. Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert eine Analyse der bisherigen Corona-Maßnahmen, um neue massive Einschränkungen zu verhindern. Nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus brauche es eine medizinische Einordnung dessen, was falsch gelaufen sei und was geändert werden müsse, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Notwendig seien zielgenauere Maßnahmen und Korrekturen statt flächendeckender Rundumschläge. Unter dem Motto Frieden und Freiheit haben in Dortmund mehr als 2500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert. Die meisten Teilnehmer der Demonstration trugen dabei keinen Mund-Nasen-Schutz. Allerdings wurden nach Angaben der Polizei die Abstandsregeln weitestgehend eingehalten. Angemeldet hatte die Kundgebung die Organisation Querdenken 231. In Brasilien ist die Zahl der Corona-Toten nach offiziellen Angaben auf mehr als 100.000 gestiegen. Am Strand der Copacabana wurde der Verstorbenen mit Holzkreuzen und roten Luftballons gedacht. In absoluten Zahlen ist das südamerikanische Land nach den USA weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen. Insbesondere die Ureinwohner Brasiliens sind dem Virus weitgehend schutzlos ausgeliefert. An jedem Kreuz ein roter Luftballon. Zeichen der Trauer am Copacabana-Strand, aufgestellt von Angehörigen von Covid-19-Toten, nachdem Brasilien bei den Opfern einen neuen Höchststand erreicht hat. Mehr als 100.000 Tote, das ist demütigend für Brasilien. Unser Land steht entblößt da und die Gesellschaft sollte innehalten und darüber nachdenken. Der Pandemie sind vor allem Brasiliens Ureinwohner nahezu schutzlos ausgeliefert. Medizinische Hilfe der Regierung erreicht bei weitem nicht alle. Ende Juli wurde Häuptling Aritana Javalapiti mit Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Vor wenigen Tagen starb der indigene Umweltschützer. Das Virus wird in Brasiliens indigenen Gebiete auch durch illegale Holzfäller und Goldgräber eingeschleppt. Diese Kriminellen sind auch für die aktuellen Urwaldbrände mitverantwortlich. Die Bolsonaro-Regierung hat Umweltschutzkontrollen heruntergeschraubt und rechtfertigt das. Jahrelange Umweltkontrollen haben viele Menschen im Amazonas ermüdet. Schon seit 2012 ist das so. Deshalb sehen wir heute diesen Anstieg der Abholzung. Seit Jahren wachsen die Agrarflächen und reduzieren den Lebensraum für Brasiliens Ureinwohner. Als die Angehörigen der Opfer am Copacabana-Strand ihre Balance steigen lassen, werden sie von Corona-Leugnern beschimpft, die die Gefahr herunterspielen. Die Pandemie hat Brasiliens Gesellschaft tiefer gespalten als ohnehin schon. In der Formel 1 hat Max Verstappen den Jubiläums-Grand Prix der Rennserie in Silverstone gewonnen. Dort wurde vor 70 Jahren das erste Rennen der Motorsport-Königsklasse gestartet. Heute kam der Red Bull-Pilot auf den ersten Platz, gefolgt von den Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Bester Deutscher wurde Nico Hülkenberg als Siebter. Nico Hülkenberg hat gestern alle überrascht. Als Ersatzmann für den an Corona erkrankten Mexikaner Sergio Perez schaffte er zum 70. Geburtstag der Formel 1 sensationell Platz 3 im Qualifying. Der Start gut, aber einen Platz verliert er. Max Verstappen überholt ihn. Und die Katastrophensaison von Sebastian Vettel geht weiter. Ohnehin nur als Elfter ins Rennen gegangen, dann ein Dreher, beim Start Letzter. Tolles Rennen hingegen von Verstappen. Der Niederländer startet als einziger mit harten Reifen, kommt als Letzter zum Boxenstopp, überholt hier Valtteri Bottas und geht in Führung. Sebastian Vettel kritisiert unterdessen sein Team wegen des aus seiner Sicht verfrühten ersten Boxenstopps. Jetzt stecken wir genau da fest, wo wir nicht hin wollten. Ihr wisst, das habt ihr zu verantworten. Vettel wird am Ende Zwölfter. Nico Hülkenberg fährt gut, muss aber wegen Reifenproblem einmal mehr als die Konkurrenz in die Box und wird Siebter. Der Sieg geht erstmals in dieser Saison an Red Bull. Max Verstappen gewinnt vor den beiden Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. August. Das Hoch bei Skandinavien bringt uns überwiegend sonniges Wetter, allerdings treten in der schwülen Luft örtlich Gewitterschauer auf. In der Nacht muss vom Westen über die Mitte bis in den Osten mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, die kräftig sein können. Am Tag ist es oft sonnig, vor allem über die Mitte ziehen Wolken, die stellenweise Schauer oder Gewitter bringen, am Nachmittag einzelne heftige Hitzegewitter.
In der Nacht 23 bis 12 Grad, am Tag 30 bis 37 Grad, an den Küsten 25 Grad, an den Alpen 29 Grad. Auch am Dienstag oft Sonne, vom Süden und Westen bis in die Mitte örtlich heftige Gewitterschauer. Am Mittwoch und Donnerstag wenig Änderung, am Donnerstag nehmen die Gewitterschauer im Süden und Westen zu. Um 23.15 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Blinken nach links, wie die SPD sich für ein neues politisches Bündnis öffnet. Und geplatzte Träume, Hollywoods Filmindustrie in der Corona-Zwangspause. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.